Ja, schönen guten Tag, herzlich willkommen hier im Brunnen-Westfalen-Stadion zur Pressekonferenz nach dem Zweitligaspiel von Werder Bremen gegen Paderborn. Endstand 1:4. Ich begrüße hier auf dem Podium beide Trainer und bitte Lukas Kwasniok um seine Einschätzung zum Spiel. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Wir waren natürlich extrem glücklich jetzt nach Hause. Wir haben, glaube ich, von der ersten bis zur letzten Minute ein sehr griffigen Auftritt hingelegt und hatten vor allem die nötige Zielstrebigkeit und Geiligkeit vor dem gegnerischen Tor. Ich glaube, das war heute extrem wichtig, relativ früh aus zwei Aktionen zwei Tore zu machen. Insofern war dann der Spielverlauf auf unserer Seite. Die Räume wurden größer und mit dem 3:0 gewinnst du natürlich auch so ein wenig an Selbstsicherheit. Dann kommt die Halbzeitpause, klassisch. Du denkst dann, das Spiel ist entschieden. Kassierst dann relativ zeitig wieder den Anschlusstreffer. Und ich glaube, das darf man einfach auch nicht vergessen, wenn wir dann nicht nach dem Standard das vierte machen, kann das Spiel nochmal sehr, sehr eng werden. Und ich will da nicht das Haar in der Suppe suchen, aber selbst bei einem 3:0 zur Halbzeit ist einfach kein Zweitligaspiel entschieden. Nichtsdestotrotz, ich glaube, hinten raus wird es dann eben auch nicht mehr eng. Bei einem 3-Tore-Vorsprung sind extrem happy und dennoch bringt dieser Sieg für das nächste Wochenende nichts. Wir müssen nächste Woche wieder an die Leistungsgrenze gehen und schauen, dass wir nachlegen können. Markus, euch und dem SV Werder in einer aktuell vielleicht nicht ganz so einfachen Situation alles Gute und bis zum Rückspiel. Dankeschön. Ja, vielen Dank für die netten Worte. Markus, bitte dein Statement zum Spiel. Ja, erstmal Dankeschön. Gratuliere Paderborn zu den verdienten 3 Punkten heute. Wir sind gut in die Partie gekommen, haben die erste Torchance durch eine Standardsituation durch Ömer. Den können wir vielleicht schon machen. Und dann muss man ganz ehrlich was sagen, dann waren halt Basics, die es im Fußball gibt. Zweikampfverhalten, Stellungsspiel, frühzeitig absetzen. Jeder lange Ball von Paderborn war eine Torchance bzw. ein Tor. Und das hat dann eigentlich auch weniger was mit einer Struktur zu tun. Das hat einfach mit dem Zweikampfverhalten zu tun. Das hat mit Anlaufen vorne zu tun. Das hat mit dem frühzeitig Absetzen in der Kette zu tun. Ich könnte jetzt dann über einzelne Spieler reden, aber es war in der Gesamtheit einfach viel zu wenig, wie wir das dann verteidigt haben oder dass wir es überhaupt versucht haben zu verteidigen. Es war ja auch am Ende gar kein Verteidigen. Also es war eigentlich nur ein langer Ball und Torchance, 100%ige Torchancen. Also Paderborn musste mit wahnsinnig wenig Aufwand, hat Paderborn sehr, sehr viele Torchancen kreiert und am Ende dann auch die Tore gemacht. Also es hat eigentlich nur noch gefehlt, dass wir sie selber reinschießen. So haben wir uns in der ersten Halbzeit präsentiert. Und selber nach vorne waren wir nicht so zwingend, wie wir sein können. Haben sicherlich die eine oder andere Situation gehabt, wo wir auch ein Tor machen müssen. Machen das aber nicht. Vielleicht lag es daran, was Lukas eben gesagt hat, dass die Gier bei Paderborn wesentlich größer war, Tore zu machen. Und vielleicht hat sie bei uns gefehlt am Ende des Tages. Und der zweiten Halbzeit, wenn du dann 3:0 hinten liegst, rauszugehen, das ist dann schwer für jeden Fußballer. Wir haben, glaube ich, dann zumindest eine ordentliche Reaktion gezeigt. Wir machen dann das 3:1 und sind dann in der Vorwärtsbewegung und verlieren den Ball wieder und kriegen daraus den Konter, der dann zum Eckball führt und kriegen dann auch noch, passt auch noch zu dem Spieltag, noch eine Standardsituation, wo wir auch mehr hatten am Ende an Standardsituationen. Aber Paderborn macht daraus das Tor und dann war das Spiel, hat man auch gemerkt, dann war das Spiel eigentlich gefühlt gelaufen, auch wenn wir es versucht haben nach vorne. Wir haben dann nochmal mit 9 Leuten versucht, nochmal Druck zu erzeugen. Aber am Ende muss man einfach sagen, haben wir in der ersten Halbzeit jeder Einzelne nicht das abgerufen, was er kann. Und das sind einfach Basisthemen im Fußball. Zweikampfverhalten, Durchsetzungsvermögen, frühzeitig absetzen, die langen Bälle dann verteidigen, vorne Druck drauf bekommen. Das war viel zu einfach. Dann sind wir alle mit dem Boot, da gehören wir alle mit rein. Das müssen wir analysieren, da müssen wir dran arbeiten. Und ich verstehe auch, wenn die Leute unruhig sind, ich verstehe auch den Unmut der Leute. Das ist auch vollkommen richtig, ist auch vollkommen in Ordnung. Wir sind dafür verantwortlich, auf dem Feld da eine positive Stimmung zu erzeugen. Das wäre vielleicht gelungen, wenn der Ömer-Kopfball reingegangen wäre. Aber am Ende, muss man sagen, haben wir einfach eine erste Halbzeit hingelegt, die es auch nicht berechtigt hätte, auch nur annähernd hier in die Punkte reinzukommen. Paderborn, alles Gute. Und wir haben viel Arbeit vor der Brust. Dankeschön.
Markus, auch dir vielen Dank. Wenn es Fragen gibt von den Werder-Journalisten, bitte kurz im Chat bemerkbar machen. Der Kollege Matthias Hack hat fleißig gesammelt und hat Fragen von den Paderborner Journalisten. Matthias, bitte. Ja, Christoph, vielen Dank. Starten wir mit dem Westfälischen Volksblatt, Peter Klute. Lukas, was sagen Sie zu den Leistungen von Sven Michel und Platte? Ja, das habe ich auch schon in der Halbzeit den Jungs gesagt, dass wir uns nicht ausruhen dürfen, weil die zwei vor allem auch den Unterschied gemacht haben. Und weiß natürlich nicht, wie dann so eine zweite Halbzeit läuft. Ich fand, wir haben ein ordentliches Spiel gemacht und die zwei haben halt herausgeragt und sich für ihren Aufwand, den sie einfach auch gegen den Ball an den Tag legen, belohnt. Und das freut mich einfach ungemein, vor allem auch für Felix, der ja schon auch eine harte Zeit so hinter sich hat mit Verletzungen. Und wir sind happy, dass er aktuell stabil ist. Und Svenno unermüdlich, unverwüstlich, unzerstörbar und extrem wichtig für uns. Ja, vielen Dank. Wir gehen rüber zur neuen Westfälischen. Frank Beinecke hat sich auch mit der Offensive beschäftigt. Glückwunsch zum Sieg, Herr Kwasniok. Vor der Party hatten sich viele gefragt, spielt Platte oder Srebeni? Nun spielten beide. Was war der Plan dahinter und wie beurteilen Sie die Leistung Ihrer Angriffsreihe? Ja, es ist so, dass Dennis natürlich eher ein Schleicher ist und eher zur Geltung kommt, wenn auch zwei Jungs vor ihm agieren. Das war in der Vergangenheit so nicht möglich, und weil Felix einfach noch nicht so weit war. Und glücklicherweise ist es heute aufgegangen. Und wir gucken, dass wir uns für nächste Woche vielleicht noch mal was einfallen lassen, dass die Jungs wieder gut dastehen. Du hast den Spielverlauf schon angesprochen. Trotzdem möchte ich die Frage nicht unterschlagen. Was haben Sie Ihrem Team in der Halbzeit gesagt? Und wie wichtig war die direkte Antwort nach dem 1:3? Also ich fange mit der zweiten Frage an. Habe ich ja auch schon vorhin beantwortet oder erwähnt. Ich glaube, immens wichtig. Ansonsten hast du noch mal eine halbe Stunde, wenn dann das 2:3 fällt. Dann ist ja nicht so, dass wir eine brutal gestandene Mannschaft haben. Und dann wäre die Gefahr zumindest da gewesen, dass wir ins Schwimmen geraten wären. Und in der Halbzeitpause habe ich einfach, auf gut Deutsch gesagt, die Hosen runtergelassen und einfach auch gesagt, was ich fühle. Und ich habe da trotz dieser 3-0-Führung eben noch keinen fixen Sieger gesehen. Und gesagt, wenn wir halt ein bisschen nachlassen. Ich habe keine Lust, dass wir nach dem Spiel dann da sitzen und vor uns hintrauern, weil wir dann den einen oder anderen Step zu wenig gemacht haben. Zwei haben wir noch von der Neuen Westfälischen. Für Sie selbst war es im fünften Anlauf der erste Sieg als Zweitliga-Coach. Wie fühlt sich der Erfolg an? Ach, das mache ich mit den Statistiken, das mag ich am meisten. Es ist völlig egal, ob jetzt am ersten Spiel oder am fünften Spiel oder wie auch immer. Wir sind heute happy. Ich bin happy, hier sein zu dürfen beim SC Paderborn. Und für uns hier war es jetzt extrem wichtig, für ein Zusammenschweißen in der Zukunft, einfach im dritten Spiel jetzt tatsächlich zu gewinnen. Und 5 Punkte aus 3 Spielen kann sich sehen lassen. Und dennoch, die Gier nach mehr, die steckt in mir und in der Truppe. Du hast schon ein bisschen angesprochen, die Stimmung im Team. Wie wichtig ist so ein Erfolg für Selbstvertrauen, gerade bei einer neu formierten Mannschaft? Erfolge und Misserfolge machen mit jedem etwas. Und wenn wir das richtig einordnen, hilft das uns natürlich auch fürs nächste Spiel gegen St. Pauli, was nicht minder leicht wird. Ja, Lukas, vielen Dank. Dann sind wir aus Paderborner Sicht am Ende. Christoph, bitte weiter. Genau, wir haben hier noch eine Frage. Markus Balzweit von der Bild-Zeitung in Bremen. Markus, bitte. Herr Anfang, Sie hatten eben angedeutet, dass Paderborn möglicherweise gieriger war als Ihre Mannschaft. Wenn es denn so war, wie ist das zu erklären, gerade vor dem Hintergrund des Pokalaus in Osnabrück, wo ja, glaube ich, sich jeder auch so etwas wie eine Trotzreaktion oder zumindest eine Reaktion erhofft hatte? Ja, ich habe es ja eben beschrieben. Wir waren schon beim Gegner auch öfter mal im 16er drin, aber diese Gier dann vielleicht auch mal eine Chance zu erzwingen, so wie das Paderborn gemacht hat. Die haben wir dann vielleicht phasenweise überhaupt nicht so an den Tag gebracht. Das kannst du halt häufiger mal, wenn der Ball mal durch den 16er durchgeht und du am zweiten Pfosten da bist und da auch mal mit abschließt. Das war heute nicht da. In der zweiten Halbzeit haben wir es schon versucht, das muss man schon sagen. Aber in der ersten Halbzeit, diese Gier, dass du Tore machst, dass du immer eine Torgefahr hast,
Kann auch ein bisschen da hängen geblieben sein, weil du vielleicht dann diese nötige Überzeugung nicht an den Tag gelegt hast. Und wir brauchen eine Überzeugung, wir brauchen Selbstvertrauen. Das hätten wir uns holen können, das hätten wir uns in Osnabrück in der zweiten Halbzeit holen können. Und wenn wir heute konsequenter auch die erste Halbzeit gespielt hätten, hätten wir uns das auch holen können. Aber das sind wir selber schuld. So, scheint keine weiteren Fragen mehr zu geben. Unser Gast aus Paderborn, alles Gute für die Saison, eine gute Heimreise. Und Ihnen und euch noch einen entspannten Sonntag. Danke, bis dann. Tschüss.